Feuer und Schrubbbürsten. Das sind die Waffen, mit denen am Dienstag gut 50 Helfer die amerikanische Faulbrut in Iringshausen bekämpft haben. Die Bienenseuche ist ein Albtraum für Imker. Im schlimmsten Fall gehen Bienenvölker daran zugrunde. Zwar sind die sporenbildenden Bakterien für Menschen ebenso wie für die erwachsenen Bienen ungefährlich, für den Nachwuchs, die Bienenlarven, ist der Erreger jedoch absolut tödlich, weiß Bienenexperte Christian Dreher. Die Faulbruterreger, das ist ein bakterieller Erreger, der in den Larven auskeimt und dafür sorgt, dass innerhalb von kurzer Zeit die Larven absterben. Die Larve entwickelt sich nicht normal weiter, sondern stirbt ab und die bakteriellen Erreger zersetzen regelrecht die Larve, sodass nur noch in der Zelle eine braune, unförmige Masse übrig bleibt. Und das sorgt letztendlich dafür, dass die Völker absterben. Und die Verbreitung kann von Volk zu Volk und auch von Bienenstand zu Bienenstand, dann, wenn entsprechend die Seuche dann mal ausgebrochen ist, auch relativ rasant dann sich verbreiten und das Ganze entsprechend ausbreiten. Noch vor einigen Jahren bedeutete die Diagnose amerikanische Faulbrut für die betroffenen Bienenvölker den sicheren Tod. Um eine Ausbreitung zu verhindern, wurden auch die erwachsenen Bienen getötet. In Iringshausen fallen nur die verseuchte Brut und das Wabenmaterial den Flammen zum Opfer. Wir trennen die Bienen vom Wabenmaterial und von den Beuten. Im Wabenmaterial und auch auf den Beuten über das Propolis, dort sind Faulbrutsporen, da sind die Erreger entsprechend drin. Die trennen wir, separieren wir voneinander. Die Bienen werden abgekehrt in Kunstschwarmboxen und die ganzen Beuten, das ganze Wabenmaterial wird gegebenenfalls verbrannt. Und das Beutenmaterial, das wird jetzt hier entsprechend gereinigt. Das heißt, die Imker hier kratzen die Beuten entsprechend aus. Dann wird es über Natronlau gebadet, werden die Beuten gründlich ausgewaschen, werden wieder richtig sauber gemacht, werden klargespült, getrocknet und dann sind die nahezu keimfrei. Auf die erwachsenen Bienen wartet jetzt eine längere Diät in diesen Kunstschwarmboxen in Kellerhaft. Ziel ist, dass die Tiere das verseuchte Restfutter im Bienenmagen in dieser Zeit verstoffwechseln, bis von den Erregern nichts mehr übrig ist. Erst dann können die 60 Völker, insgesamt handelt es sich um etwa 1,2 Millionen Bienen, in frisch geputzten Kästen den Neuanfang wagen.